Ein Wettersturz sorgt in den kommenden Tagen für einen Hauch Spätwinter mitten im Frühling. Auch wenn es wohl nicht ganz so schlimm kommen wird, wie hier zu sehen ist, kann es vor allem in den Mittelgebirgen durchaus noch einmal weiß werden. Im Flachland überwiegt meist die nasskalte Variante mit Regen- und Graupelschauern, nachts ist aber auch in tiefen Lagen regional mit glatten Straßen zu rechnen. Ursache des Wettersturzes ist ein massiver Kaltluftvorstoß aus Norden, der ab dem Wochenende arktische Luft direkt vom Nordpol zu uns schickt. Diese kann sich zwar auf dem Weg nach Süden vor allem am Erdboden etwas erwärmen, doch viel ist das nicht. Zu Beginn der neuen Woche stößt diese Kaltluft in abgeschwächter Form voraussichtlich sogar bis nach Nordafrika vor, während bei uns eine zweite Kaltfront einen weiteren Schwall Polarluft ankündigt. Das unterkühlte Aprilwetter mit Regen, Schnee und Graupelschauern hat aber auch durchaus seine schönen Seiten. Am Himmel gibt es tagsüber oft ein ständiges Wechselbild aus kräftigen Schauern und strahlend sonnigen Abschnitten mit tiefblauer Luft dazwischen. Die Kombination von grellem Sonnenlicht und dunklen Schauerwolken erzeugt immer wieder dramatische Stimmungen. Dazu kann man vor allem nachmittags häufig Regenbögen bewundern. Auch wenn der kommende Kälteeinbruch nur alle paar Jahre vorkommt, für Ende April ist das völlig normal.